Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und ich habe die Anmoderation richtig gemacht und verspreche mich kurz danach. Ich bin der absolute Profi. Ja. Jedenfalls sind wir wieder in diesem Spiel und ja, Dinge passieren anscheinend. Lol. Wir bekommen diese Folge wahrscheinlich ein Baby. Beziehungsweise geht das? Also Babykick. mental ausgelaugt. Mut. Wo ist denn das? Hier. Zweites Trimester in 20 Stunden. Okay, vielleicht kriegen wir das nicht unbedingt. Aber unser Baby, was wir hier gerade haben, das wird Samstag gealtert, also morgen direkt schon. Das ist ja perfekt für uns. Okay, sie scheint Geschicklichkeit zu mögen. Von ihrem Persönlichkeitsstrang her. Können wir das mal kurz... Der Handwerker, cool. Weil sie arbeitet jetzt die ganze Zeit an diesen Sachen. Und das gibt uns Geld. Das ist nice. Also das kann sie gerne machen. Sie muss sich halt trotzdem noch an ihre Hausaufgaben setzen später. Aber derweil kann sie auf jeden Fall daran arbeiten. Und sie hat, glaube ich, noch keine Fähigkeiten angefangen. Deswegen macht sie einfach Hausaufgaben. Im Thema Charisma. Und sie hat, glaube ich, auch noch nichts getan in ihrem Leben. Deswegen macht sie zu Logik. Warum liegen deine Hausaufgaben da? Hast du deine Hausaufgaben vollendet? Nein. Dann kümmere dich drum. Und du? Was ist mit dir? Kommunikation und Fantasie. Okay, Kommunikation können wir ganz easy machen hier, ne? Da sind wir dabei. Das ist das Einfachste in diesem Leben. Das schaffe ich. Sie hat schon wieder was Neues angefangen direkt. Alter, was ist denn mit ihr los? Also ich meine, ich akzeptiere es. Aber wow. Level 3. So, und dann duschen wir sie am besten. Also beziehungsweise wir baden sie. Das ist wichtig. Und dann kann sie weiterarbeiten. Was hat sie denn? Furchtlos, okay. Das habe ich vorausgesehen. Ah ja. Nein, wir gehen nicht in eine Bar. Wir haben dafür keine Zeit. Wir trinken eh keinen Alkohol. Wir sind schwanger. Was zur Hölle? So, dann brauchst du nur noch Fantasie und dann kann sie auch gealtert werden, endlich. She did it. Und da das Kind auch schon wach ist, also das Kind lassen wir jetzt, das hier lassen wir noch nicht altern. Aber wir können das Kleinkind schon mal altern lassen. Aber wir stylen das dann mit dem Baby zusammen um, wenn es dann Geburtstag hat. Also halt nachher einfach quasi im Laufe des Tages. Und dann, ja, wird das halt zusammen in den Quellsystem gepackt, weil das ist mal einfacher. So, alles Gute, Lul. Und sie ist, hallo, ein Hitzkopf. Und sozial. Ah, coole Haarfarbe. So, aber du machst jetzt Haya direkt. So, sie ist wach, das heißt, das Kind wird jetzt gealtert. Nice. So, was wird aus dir so werden in deinem Leben? Und hepp. Ein Charmeur. Gut, dann versuchen wir es mal, ne? Oh, sind ihre Tage? Oh. Sie hat aber schon wieder 3 weitere davon gemacht. Also ich meine, ich akzeptiere es, ne? Es ist halt Geld, das wir einnehmen, aber... sie hat, glaube ich, auch nichts anderes zu tun in ihrem Leben. Hat sie schon Level 3 erreicht? Jo, das ist gut. Dann kann sie auf jeden Fall in der Schule weiterkommen. Aber sie sollte jetzt vielleicht auch mal ihre Hausaufgaben machen. Ich finde es übrigens gut, dass sie ihre Rede übt, aber sie kann gar nicht in den Spiegel gucken. I mean... Ja. Sie könnte ja mal wieder so einen Gelegenheitsjob machen, oder? Ich meine, it's been a while. Und warum eigentlich nicht? Das ist unser Kind. Lol. Haben wir noch... Ist noch irgendein Kind von uns hier? Ich würde sagen, wir machen das für unser Kind. Weil das ist unser Kind. Und wir lieben unser Kind. Okay, okay. Da weiß ich aber nicht, wo ich den herkriege genau. Deswegen nehmen wir vielleicht doch was anderes. Level 5 der Charisma-Fähigkeit müsste ich haben, oder? Moment, Charisma. Habe ich Level 10? Oh. Ja, okay, dann. Dann machen wir das. Fängt dann um 16 Uhr an. Easy. Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Melody ist nicht nur irgendein Liebesguru, sie ist der Liebesguru. Ihr Vorschlag, eine dampfende Dusche zu nehmen und dabei Herzkekse zu teilen, hat sie bezahlt gemacht. Noch bevor das nächste Date vorüber war, war Aaron verlobt. Das nenne ich meine schnelle Wende.
Aaron hat Melody ein gutes Trinkgeld gegeben. Alles im Namen der Liebe. Oh mein Gott. Also ich gehe davon aus, wir kriegen das Kind nicht mehr diese Folge. Das heißt aber, wir kriegen das nächste Folge. Und dann wird sie das Makeover und das neue Haus zu Folge 50 bekommen. Und ich finde, das ist ein gutes Jubiläum. Also besser kannst du eigentlich gar nicht laufen, oder? Also ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, dass das so jetzt läuft. Sie hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Das bringt auch sehr viel Geld. Wow, sie hat es endlich geschafft, viel Geld damit einzubringen. Hat gar nicht lange gedauert oder so. Ich weiß, du machst es nicht, aber ich habe dir Geld geschickt. Geile. Was für eine Medizin. Warum hat sie Medizin genommen? Wofür? Gut, sie ist am Kochen und damit beende ich jetzt auch die Folge. Es ist jetzt schon wieder soweit. Und ja, ich freue mich schon sehr aufs nächste Kind, weil das heißt, dass sie halt das Makeover bekommt. Ich habe immer noch nicht, also ich habe, doch, warte, doch, ich habe schon reingeguckt. Und ihr habt entschieden, dass sie kürzere Haare haben soll. Und ja, ich freue mich da sehr drauf, auf die Style-Veränderung. Und ja, ich freue mich einfach so sehr. Oh mein Gott. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.